etwas zum Schutz, okay. So wie jeder andere auch. Handeln. Ich habe ein paar Minuten, um mir da. Nehmen Sie ruhig. In Ordnung. Yep. So, Waffen fast. Arturo fast. Munition, Schrotpatron 50. Das ist genau das, was ich haben will. Ja. Ja. So, dann kann noch weg das hier. Und davon alle. Wobei, einen behalten wir. Ich meine, seht euch mal die Strahlungsresistenz an. Das ist echt abgefuckt viel. Und ich glaube, dass Glowing Sea, so ein Chemikalien-Schutzanzug, echt noch vorteilhaft werden könnte, wenn wir da einen besitzen. Danke. Endlich kann ich wieder klar denken. Ach, der wieder. Hey, Sheffield. Was hältst du davon, für mich zu arbeiten? Hä? Wirklich? Meinst du das ernst? ja, was meinst du? Was meinst du? Ja, wir schicken ihn nach Sanctuary. Können wir gar nicht, weil das voll ist. Nein, das kann ich nicht. Ja, ich werde mich mal schlau machen müssen, was das für ein Händler ist. Und dann können wir ihn einsetzen, wenn er schon so ein legendärer Stufe 4 Händler ist. Weil, ist ja ganz cool. Dann... Good Neighbor müsste eigentlich auch einen Waffenhändler haben, oder? Ist ja immerhin eine Stadt. Ja, wir kaufen mal alles, was wir gerade an Schrotpatronen finden am Vorrat. Weil desto mehr Schrot, desto schneller kommen wir voran. Bis wir neue Explosionswaffen finden. Ganz, ganz, ganz. Hey, na, Süße. Ich hoffe, du kaufst was. Selbst ein Mädchen mit einem ganzen Waffenarsenal muss sich schließlich seinen Lebensunterhalt verdienen. Korrektor Sexos. Sag mal, was du so hast. Mord und Totschlag zu Sonderpreisen. Was war das denn gerade für ein Ghoul im Hintergrund, der sich da die Hände gerieben hat? Ja, 46 Schrotpatronen nehmen wir gerne mit. Ansonsten kann ich hier irgendwas noch loswerden. Schrott, ja, die Angel, Scanner, Kochplatten behalten wir, Brahman Leder, Todeskrallenleder habe ich bis jetzt noch nichts entdeckt, was wir daraus machen können. Knochen und Leder. Ja, ist nicht mehr so wertvoll wie früher. Das Geld kann auf jeden Fall weg. Habe ich irgendwelche Munition, die ich nicht brauche? Die Waffenmods, die brauche ich eigentlich auch nicht. Standardlauf, Standardvisier, die brauche ich erst recht nicht. Erlöser, Standardverschluss. Ach, die alten Sachen, die werden quasi ausgebaut, wenn wir die nicht mehr brauchen. Das ist recht praktisch. Das heißt, wir können die auch ohne Gedenken verkaufen. Und zahlen dann nicht so viel für unseren Schrot. Man kann nie wissen, wo das herkommt. Korrekt. So, und damit... Ah, das ist Hancock, der hier bereit ist zum Aufbrechen. Finde ich cool, dass er da steht. So, und damit sind wir auf jeden Fall schon mal viel besser ausgerüstet. Wobei, ich hätte jetzt noch gern ein bisschen Jet mitgenommen von unserer Raststätte, aber scheiß drauf. Ich meine, wir müssen nicht zu OP sein, ne? Also, die Gatling Gun und die Schrotflinte sind schon eine OP-Kombi, wobei, die Gatling Gun bringe ich weg, weil die wiegt einfach zu viel. Heißt, wir holen uns doch noch Jet ab und werden OP, aber das ist sonst einfach zu viel. Und ich glaube, ich habe jetzt rausgefunden, was Bruderschaftskopf auf der Minimap bedeutet. Ich glaube, da befindet sich gerade der Helikopter der Bruderschaft. Der müsste ja jetzt hier sein, wenn das wirklich so ist. Oder es ist einfach der Anzeigeort unserer aktuellen Powerrüstung. Jedenfalls müssen wir... Ne, wir müssen gar nicht in die Tanke rein. Wir können auch von außen jetzt zugreifen. Dann hätte ich gerne aus meinem Medizin... Hilfsmittelinventar. 20 Jet. Würde gerne wegpacken, den Einäscherer, weil der gar nicht mal so gut ist, wie ich es mir erhofft habe. Dann den ganzen Schrott weg. Dann, ja, hier haben wir eine Menge Scheiß jetzt. Mauwassrattenfleisch, Meyerlockfleisch, Mutantenhundekeulen. Brauchen wir alles nicht. Wir haben vernünftige Heil-Items. Wobei ich nicht wirklich sage, dass sie scheiße sind. Nur wir haben andere, dafür gedachte Items. So, packen wir ebenfalls weg. Whisky, Wodka, Yaogai, Fleisch. Ich meine, da kommt schon eine Menge zusammen. Ihr seht, wie viel das wiegt. So, Weichschalenzeug, Mischlingszeug. Eiskaltes Gewinnet. Stärke und Charisma hoch. Na gut,
Brauche ich aber auch nicht so wirklich. Blutpakete können weg. Blutblatt kann weg. So, dann. Ja, hier wiegt nichts was von. So, haben wir noch irgendeine Waffe, die ich mitnehmen kann? Oh ja, haben wir. Ja. Dich nehmen wir wieder mit. Wir haben wieder ein paar Kugeln für dich. Und der wiegt auch nicht so viel. Das heißt, dich auf die Nummer 3. Und Jet auf die Nummer 5. So, hätte ich mal noch 10 mm Kugeln gekauft, aber wir sind ja jetzt soweit erstmal fit ausgerüstet. So, und wir sind fast Level 330, dann können wir wieder irgendwas Abgefucktes skillen. Am besten skillen wir demnächst mal irgendwas, das uns wirklich mehr Schaden gibt, weil so langsam wird es doch nötig, merkt man. Direkt wieder neuen Loot, ey. Ja, Schlüssel erforderlich. Ich hab den Schlüssel nicht. Hat bestimmt einer von den Leuten hier gehabt, könnte ich mir vorstellen. So, wir nehmen das mal mit, wir haben ja wieder Platz. Und Geld ist Geld. Und wahrscheinlich komme ich darüber raus. Weil wir kommen höchstwahrscheinlich über eine andere Ecke da rein. Das ist ein Privatgrundstück. Hey. Der Zugang ist gesperrt. Geh weiter. Es war gar nicht nötig, dass wir uns mit denen gezofft haben. Der Zugang ist gesperrt. Geh weiter. Aber die haben uns doch automatisch angegriffen. Du betrittst ein Privatgrundstück. Verschwinde oder sonst... Kommt da was? Du betrittst ein Privat. Ja, ich weiß nicht, warum die uns dann das letzte Mal angegriffen haben. Nicht, dass wir uns jetzt irgendeine Quest hier verbaut haben. Jetzt kommt er auf uns zu, glaube ich. Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben wir eine Questperson jetzt getötet. Ich meine, die hießen alle nur Söldner. Das heißt, es sollte keine Questperson gewesen sein. Ich weiß nicht, wie wir das überlebt haben. Aber ich weiß auch nicht, wie der das hier überlebt. Der hat echt was ausgehalten, der Pimmel. Ich meine, holy shit. Seinen haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Ja, wir sehen uns nochmal kurz um, weil Leichen müssten hier eigentlich noch liegen. Die spawnen ja nicht direkt, wenn das irgendwelche besonderen Leute waren. Das heißt, wenn hier einer bei war, der eigentlich hier für das Grundstück verantwortlich war, dann können wir den wahrscheinlich irgendwie wiederbeleben. Per Konsole. Also sollte hier was schiefgegangen sein, gibt es immer Konsolencodes, mit denen man Quests zurücksetzen kann. Das heißt, sollte da was schiefgegangen sein, können wir den Fehler wieder beheben. Aber ich glaube, hier können wir erstmal nicht weiter in diesem Parson-Institut. Hieß es wirklich Institut? Ah, ne. Parson State. Irrenanstalt. Nicht Institut. Okay, ja. Das beruhigt doch schon mal ungemein, würde ich sagen. Dann... Weiß ich gar nicht, wo wir als nächstes lang sollten. Nein, nein. Ja, wir gehen zum Museum. Links und rechts sind keine Abschweifungen mehr möglich. Es ist nichts mehr im Weg. Aber wir kommen da gerade auf irgendwelche Symbole. Hier ist irgendwas Verstrahltes in der Nähe bei dem Symbol schon. Wahrscheinlich wieder irgendeine Endlagerstätte. Ich meine, da haben wir ja jetzt auch schon mehrere gesehen. Wobei eigentlich nur eine, die andere war ja mehr so durch einen Fahrunfall. Oh Gott. Muss das sein? Anscheinend ja. Ich habe das Gefühl, die Schrotflinte ist, während sie da rumlag, im Inventar ohne Munition, um einiges schwächer geworden. Oder kann natürlich sein, dass die Viecher einfach so scheiße viel aushalten. Ein weiterer Grund wird natürlich sein, dass bei so einem kleinen Ziel nicht viele unserer Schrotprojektile treffen. Und die einzelnen Projektile machen halt den Schaden. Immer bei Schrotflinten, nur bei uns besonders wegen den Explosionen. Ja, gucken wir mal. Was war das? Infizierter Blutkäfer. So. Dann auf den Kopf und überall anders hin. Ein Critical bitte. Können wir das beenden? So, heilen uns einmal. Ja, ich will die Viecher ausschalten. Ich habe keinen Bock, an Käfern zu sterben. Wo sind sie hin? Der ist auch wieder so ein Ding wie eben, also kein Problem. Wir hauen ihm mal die Flügel kaputt. Geht das? Ja, nicht mit zwei Kugeln.
So, ich gucke mal, dass wir irgendwie die AP aufgefüllt bekommen. 35 EP, das grünes Zeug. Das ist sehr nice. So, der rechte Flügel. So, der sollte ja jetzt gleich eigentlich down sein. Weil wir kriegen beide Flügelschaden davon. So, noch einer. Und das war direkt ein Critical wieder. Na gut. Dann waren das erstmal die Viecher. Natürlich hat der mutierte Käfer eine Haarbürste dabei. Deswegen waren die auch so stark. Weil Haare kämmen gegen Männer sehr effektiv ist. Gegen Piper weniger. Die ist resistent gegen Bürsten durch ihr Wuselhaar. Deswegen ist Piper auch ohne Probleme da durchmarschiert. Ich meine, wir sind ja gestorben, nicht Piper. So. Aber wir... Noch ein Steinbruch. Wieso gibt es so viele Steinbrüche in Boston? Das kann doch niemals echt so sein, oder? Ja gut, wenn es hier echt coolen Marmor oder so gibt, dann stimmt, aber... So? Ah, die sind hier bestimmt Atomzeug am Einmauern. Da fuck, was ist denn da drin los? Ja, ganz klar, Red X. Dumme Nutte. Ja, ich habe den Turm nicht gesehen. Der hat uns voll ausgeschaltet. Echt übel. Ja. Das ist immer so doof, weil wenn man das weiß, dann ist das immer so ohne Effekt. Der hatte eine Käfigrüstung um sich rum, der Turm. Und ich glaube, entweder ist das Red X nicht so stark hier an der Stelle oder wir haben bei den Quicksave noch keins genommen gehabt. Ich glaube einfach, dass das Zeug hier so effektiv ist. Ah, der hatte doch keine Käfigrüstung um sich. Der hat einfach nur einen Einkaufswagen auf sich liegen gehabt. So, und hier hat irgendein kranker Irrer gehaust. Hugo! Oh Mann, ey. Ja, wir haben einen Chemikalien-Schutzanzug. Mr. Handy Bausatz. Mr. Handy Modell. Holy shit. Ja, wir hören uns das mal an. Dunwich, das kennen wir. Die Jungs nerven mich nicht mehr. Das ist gut. Ich glaube, das ist... Was war das? Können die denn die Schilder nicht lesen? Höchste Zeit, dass ich auf den Steinbruch gehe. Schon zu lang her. Geschafft. Nein, Zeit kann ich zulegen. Die Jungs würden mich nie natürlich. Ich könnte sie alle umbringen. Jetzt verstehe ich gar nicht mehr, was abgeht. Wir hören uns das nochmal an. Ja, irgendwie wurde das gerade doppelt abgespielt, dadurch, dass wir das Schloss geknackt haben. Hugo, 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 Hugo. Ja, das ist scheiße, das jetzt wieder zu finden. Okay, fangen wir unten an. Hugo, 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 Hugo. Warum kann man sich das nicht irgendwie nach chronologischer Aufnahme anzeigen lassen? Als Stanley Jack Creates, bla bla. Mr. Handy Modell. Können wir nichts mitmachen? Untersuchen? Können wir wahrscheinlich auf den Wackelpuppenkopfständer stecken oder so? Jacks Aufzeichnung. Hugo, 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 Hugo. Hey Schatz, Hugo, Hugo, Hugo. Notiz, Nachricht, Notiz. Waren die das? Ah, jetzt habe ich es abgelegt. Persönliche Aufzeichnungen. Nee. Eintrag 142. Kann ich das wieder da rausnehmen? Ich kann das Leben auf der Pridwin in 4 Worten zusammenfassen. Mir fehlen die Feldeinsätze. Versteht mich nicht bla 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 bla. Boah, ich hasse sowas. Kistenschlüssel zu Lynn Woods, ja, ja. Ich bin 18 Stunden am Tag in dieser Metallröhre gefangen. Bin mir nicht sicher, was schlimmer riecht. Die Soldaten oder die Maulwurfsratten? Und was bei den Frontschweinen als Unterhaltung durchgeht, lässt Mutanten wie Professoren aussehen. Ich muss mal mit Dr. Quinlan reden. Kann doch nicht sein, dass Einsatzgelehrte unter solchen Bedingungen arbeiten müssen. Wisst ihr was? Das ist schneller. Ja, wir laden den Quicksave.
Das ist einfach schneller. So albern das auch ist, das ist schneller. Ja, wir gehen nochmal rein. Schalten dann nochmal den doofen Turm aus. Aber der hat sich hier gut eingebunkert, der Typ. So. Hilfsmittel. Rodex, Rodaway. So, dann. Ja, die sammeln wir gleich noch ein, die Bomben. Keine Sorge. So, diesmal machen wir nichts anderes. Na gut, den Bausatz vielleicht. Okay, er hat sich selber umgebracht. Ja, ach, die hießen Dunwich-Aufzeichnungen, oder? Oh, jetzt ist mir der scheiß Name eingefallen, nachdem wir schon geladen haben, oder? Dunwich, Dunwich, Dunwich. Ja, ich meine, das Dunwich-Gebäude ist aus Washington. Wobei ich mir nicht sicher bin. Aber... ich weiß es gerade nicht. Ich meine, das Dunwich-Gebäude war dieses verfluchte Horrorgebäude in Fallout 3. Bin mir aber nicht sicher. Ich kann mich vertun. So, wir sammeln mal die Bomben hier auf. Die sind bestimmt super cool. Stahl und Kupfer. Ich habe eigentlich gedacht, wir kriegen jetzt wirklich was Interessantes. Ah, das sind Fallen einfach. Deswegen. Deswegen hauen wir die in die Einzelteile. Na gut. Dann war das der Steinbruch. Und ich weiß nicht, welchen Steinbruch er gemeint hat, von wegen die Jungs würden ihn nicht lassen. Keine Ahnung. Aber wir sind fast da. Ah, das ist eine Karawane, oder? Jo. Entschuldigung. Doc Weathers biegt sämtliche Verletzungen, Einschusslöcher und Krankheiten wieder hin. Aber ein Heilmittel für schlechten Charakter gibt es nicht. Ja, wir sind noch besoffen. Ich weiß nicht, ob es eine Anspielung ist. Bist du wirklich ein Doktor? Ob ich ein Doktor bin? Ich zeig dir gleich mal mein Diplom von der Schlauberger-wie-dich-Retten-Schule. Ich bin eine Institution in dieser Gegend. Also, brauchst du jetzt Hilfe oder was? Er ist das Institut! Schieß ihn! Nee. Jetzt gerade nicht. Sag Bescheid, wenn du es dir anders überlegst. Nee, nicht von so einem Schmierlappen mit so einer komischen Bürste unter der Nase wie dir. Jo. Ja, die kocht wahrscheinlich selber. Ja, cool. Ja, wir sind beim Museum der Hexerei angelangt. Endlich, endlich, lang haben wir es versucht. Und holy shit. Private Private Hearts Holoband. So, Private Hearts Holoband. P wie Penis. Private Heart. Den Rekorder zum Laufen gebracht. Und hast du dir den Dienst so vorgestellt, als du zu den Gunnern gekommen bist? Gepäck aus Linwoods für einen Roboter-Butler wegschleppen? Wie hieß der nochmal? Wellington? Wellingham? Nicht jetzt, Soldat. Wo ist Connors? Er ist nicht auf seinem Posten. Oh, tut mir leid, Sir. Der Lieutenant meinte, er hätte Spuren gefunden. Wollte sie sich mal ansehen. Schütze Martin. Spuren? Was für Spuren? Was zum Teufel ist das? Oh mein Gott. Connors? Wo ist der Rest von ihm? Oh Gott, es hat uns gefunden. Sergeant Lee, schnapp dir die Kiste. Lass das Ding nicht aus den Augen. Alle ins Museum, sofort. Major! Major, was hat uns gefunden? Ja, wahrscheinlich werden wir die da drin alle in Einzelteilen wiederfinden. Ja, es scheint so, als hätten wir die Ghoul erfolgreich umgangen. Die ist zugekettet von innen, denke ich. Das heißt, wir haben eh nur noch einen Weg. Wir haben sie wirklich umgangen. Okay, dann würde ich sagen, ist unser nächster Einsatzpunkt hier unten in der nächsten Folge. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.